Heute habe ich mit meiner Freundin Isa etwas Tolles geplant. Wir haben uns den neuen Adventure Multi-Anhänger von der Fahrschule Hilbig ausgeliehen, um ein schönes Wochenende in der Natur zu verbringen. Übrigens, die Fahrschule Hilbig in Leinzell, Nähe Schwäbisch Gmünd, vermietet diesen auch gerne an euch. Mit diesem Film wollen wir euch eine der grenzenlosen Möglichkeiten des kleinen Raumwunders vorstellen. Hier ein paar technische Daten. Die Gesamtlänge beträgt inklusive Deichsel 5 Meter. Die Breite beläuft sich auf ca. 2,15 Meter. Auch hat er eine 100er Zulassung. Die zulässige Gesamtmasse des Anhängers beträgt 1500 Kilogramm. Sollte euer Zugfahrzeug nicht über 2000 Kilogramm haben, könnt ihr dieses Gespann auch mit der Fahrerlaubnis Klasse B ziehen. Für mich war das Fahren und Manövrieren einfach und unkompliziert. Es braucht keinen zusätzlichen Seitenspiegel. Es ist ein tolles Gefühl, flexibel zu sein und seine Schlafmöglichkeit dabei zu haben. Wir zwei haben uns für Wildcamping am Fluss entschieden. An unserem Standplatz angekommen, weist mich meine Freundin Isa gewissenhaft ein. Als erstes möchte ich die vier Aufbaustützen herunterlassen. Dazu benötigen wir die Kurbel, die sich im Staukasten auf der Deichsel, worin sich auch die Dieselstandheizung des Hängers, befindet. Isa nimmt den seitlichen Eingang und entriegelt die Schlösser der Heckklappe. Ganz raffiniert versteckt befindet sich hinter dem Kennzeichen eine Bierbankgarnitur, die allerdings momentan nur einen Prototypen darstellt und durch ein anderes System ersetzt wird. Innerhalb des Anhängers gibt es genug Platz, um ein Motorrad oder mehrere Fahrräder verstauen zu können. Die Sitzbank kann beim neuen System als Auffahrrampe benutzt werden. Dieser Adventure besitzt auch einen batteriebetriebenen Kühlschrank für ein erfrischendes Getränk an warmen Sommertagen. Baby, should we lie about it? Do we still pretend that we're okay? Like nothing's going on. Am Sideboard gibt es die Möglichkeit, einen Tisch herauszuklappen. All you got is a serious word. There's nothing to do about it. Tell me the truth about it. That I got no tears left to cry. Can you just look me in the eye? Im Küchenbereich sind großzügige Stauraummöglichkeiten vorhanden. Die Küche beinhaltet auch ein Spülbecken. Darunter befindet sich ein Frischwasser- sowie ein Abwassertank mit jeweils 19 Litern. Im gegenüberliegenden Sideboard ist genügend Platz für Stühle oder andere Campingutensilien. Freiheit pur. Hier lässt es sich aushalten. Die Fenster sind jeweils mit einem Fliegengitter und einem Verdunklungsrollo versehen. Auch für die menschlichen Bedürfnisse ist selbstverständlich gesorgt. Nun wird es langsam Abend. Müdigkeit kommt auf und wir wollen zu Bett gehen. Isa drückt auf den Schalter und lässt das elektrische Hubbett herunter.
Danach legen wir uns in das gemütliche Bett und löschen das Licht. Gute Nacht.